Ich bin Silas und ich bin gerne aktiv. Besonders gerne mache ich Dinge, bei denen ich ein Ziel sehen kann. Das bedeutet nicht, dass ich zum Beispiel eine Klausur unbedingt bestehen möchte, sondern es kann auch sein, dass ich einfach sehr viel Spaß an einer Sache finde. Ich bin sehr neugierig und wenn ich eine Doku zu einem Thema gucke oder etwas zu einem Thema lese, was mich gerade interessiert, dann macht mir das Spaß. Aber auf Dauer brauche ich ein Ziel, was produktiv ist, wo ich wirklich was festmachen kann. Ansonsten fühle ich mich auf Dauer sehr unproduktiv. Und es kann sein, dass es dir da ganz anders geht, dass du geduldiger bist als ich oder dass du sagst, ist doch gar nicht so schlimm. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass es dir ähnlich geht wie mir, jetzt, wo alles stillsteht. So wie hier an der Zeche. Noch vor einem Jahr war hier sehr viel Tourismus los und jetzt ist hier kaum noch jemand. Gerade erscheint alles, was man macht, sinnlos zu sein. Nichts, was man macht, führt zu einem richtigen Ergebnis und auch alles, was irgendwie Spaß macht, geht nicht mehr. Das Zuhause rumhocken ist mittlerweile mehr als langweilig geworden, aber darüber gingen schon andere Kraftstoffe. Ich habe mich gefragt, warum muss ich überhaupt warten? Ich hasse warten. Ich hasse es, still da zu sitzen und nichts tun zu können. Das kann doch auch irgendwie nicht Gottes Wille sein. Wenn ich mir die Bibel angucke und die Personen, die darin vorkommen, da passiert ganz viel. Die Menschen sind aktiv, sie verfolgen ein Ziel. Es passiert ständig was. Aber wenn ich genauer hingucke, merke ich, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Natürlich, wenn ich alles ausschreiben würde, was mir passiert und es mir hinterher durchlesen würde, würde ich auch denken, ich lebe ja einen Abenteuerfilm. Aber dabei vergesse ich immer die Wartezeiten. Moses zum Beispiel. Ich würde sagen, er hat ein sehr ereignisreiches Leben gehabt. Eins der ereignisreichsten Leben aus den Menschen aus der Bibel. Kleines Detail, was ich mal gerne überlesen habe. Er war um die 80 Jahre alt, als ihn Gott zum Pharao schickte. Vorher lebte er zusammen mit dem Volk Israel in Ägypten, das Israel versklavt hatte. Und er musste sogar fliehen, als er sich für das Volk Israel eingesetzt hatte und jahrelang Schafe hüten. In der Zeit, wo er geflohen war, gründete er sogar eine eigene Familie. Es waren wirklich Jahre vergangen, bis Gott ihm im Dornbusch erschien und den Auftrag gab, Israel zu befreien. Und selbst dann, der Pharao wollte das Volk nicht einfach so gehen lassen. Gott musste 10 Plagen schicken, 10 Stück. Das war nicht an 10 Tagen hintereinander, da ging es um ganze Ernten, das ging auch nochmal über Monate hinweg. 10 Plagen, bis der Pharao endlich das Volk Israel freiließ. Und dann kommt das Beste. Er muss 40 Jahre mit dem Volk Israel durch die Wüste laufen. 40 Jahre. Und Moses weiß sogar, dass er das Land nur sehen wird, in das er Israel führt, aber niemals betreten wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mose besonders glücklich über diese langen Wartezeiten in seinem Leben war. Es war auch zu damaligen Verhältnissen nicht normal, 40 Jahre zu brauchen, um eine Wüste zu durchqueren. Das muss sich wie der absolute Stillstand angefühlt haben. Aber er wird belohnt für seine Geduld. Er darf das Land sehen und er kommt hinterher zu Gott. Warten muss gerade in gewisser Weise jeder. Da kommt niemand drum herum. Die Frage ist aber immer, mit welcher Perspektive warte ich? Römer 8, Vers 25 fasst das gut zusammen. Wenn wir aber auf das warten, auf das wir hoffen, so warten wir mit Geduld. Geduldig warten hat etwas mit Hoffen zu tun. Moses hat auf Gott vertraut. Er hat seine Hoffnung in Gott gesetzt. Er hat darauf vertraut, dass Gott ihn mit seinem Volk durch die Wüste führen wird und dass diese Zeit enden wird. Und auch das können wir für uns auf heute übertragen. Auch wir, wenn wir kein Ende sehen, sollen mit Hoffnung warten. Denn am Ende lohnt sich die Hoffnung. Und wir müssen warten. Mit viel Geduld.